Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Morgenlandbox von Letzte Instanz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Morgenland von Letzte Instanz, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 13. Album der Band. Wir haben hier ein sehr ungewöhnliches Boxformat. Und zwar haben wir hier eine Box im schmalen Hochformat. Hier oben lesen wir einmal den Namen der Band, Letzte Instanz. Darunter den Albumtitel Morgenland. Dann gibt es hier das Logo mehr oder weniger des Albums. Und zwar haben wir hier ein Herz und in diesem Herz schlängelt sich so ein Unendlichkeitszeichen drinnen. Limited Box Edition lesen wir hier noch. Auf der rechten Seite sieht das Ganze so aus. Oben und links. Das Ganze in so einer Flaggenoptik, würde ich sagen. Also wie so eine schwarz-grüne Flagge sieht das hier aus, die hier weht. Und auf der Unterseite, ups, es klappert auch schon, haben wir die Infos. Und zwar lesen wir hier, Limited Box Set enthält Limited Digipack, Bonus DVD, Mera Luna 2016, exklusives Morgenland Logbuch A5, 120 Seiten, im speziellen Letzte Instanz Design, Morgenland Patch, 6 Deluxe Autogrammkarten, unterschrieben von dem jeweiligen Bandmitglied und Echtheitszertifikat. Die Box ist limitiert auf 1000 Stück. Und hier unten haben wir das Ganze nochmal auf Englisch. Erschienen über AFM Records, Beteiligte und Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes machen wir mal den Boxdeckel ab. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Also zum Ersten haben wir hier das Logbuch. Dann natürlich das Album an sich, Morgenland. Dann gibt es hier einen Patch. Die Autogrammkarten, 6 Stück. An der Zahl, die DVD, die Live-DVD und das Zertifikat. Dann haben wir hier auch noch so eine Schicht Papier drinnen, so ein recyceltes Papier in braun, okay. Lassen wir jetzt mal drin. Packen die Box derweil zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich, aber wir haben noch einen weiteren Inhalt hier in Folie. Also als erstes holen wir hier mal das Logbuch aus der Folie. Ist die Frage, ja, hier hinten sollte es aufgehen. Wunderbar. Und dann haben wir hier das Album. So, schneiden wir hier oben einmal auf. Wenn es geht. Jetzt rutsche ich da immer wieder raus. So, aber jetzt. Gut, wir haben hier das Album in einem Digipack. So sieht das aus. Und es ist tatsächlich hier so eine grüne Fahne. Letzte Instanz, Morgenland, sieht so aus, als würde hier irgendwie ein ferner Planet gerade besetzt werden von diesem Astronauten hier. Das ist die Fahne. Auf der Seite lesen wir auch wieder Letzte Instanz Morgenland, dann IFM Records und die Katalognummer. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist. 12 Tracks regulär, 2 noch als Bonus dabei, also insgesamt 14 Tracks. Und wir haben hier ein Feature, ein Gastbeitrag hier auf Track Nummer 14, Orphaned Land. Dann hier wieder Beteiligte und Barcode. Dann würde ich sagen, schauen wir rein. Hier links in dieser Stecktasche haben wir einmal das Booklet. So, wir haben die einzelnen Bandmitglieder hier abgebildet in dieser wunderbaren Astronautenoptik, also in ihren Anzügen. Dann haben wir auf der rechten Seite die Tracks einzeln abgedruckt mit Lyrics. Und so zieht sich das jetzt durch vom Design. Also wir haben hier die einzelnen Bandmitglieder vor der Fahne abgebildet und dann die Lyrics. Sehr schön. Eine Doppelseite mit Lyrics. Dann eine Doppelseite, hier sehen wir die versammelte Mannschaft auf dem fernen Planeten. So geht es dann weiter. Und zum Abschluss haben wir dann natürlich noch hier die Infos zur Band und die gesamten Album-Credits und Danksagungen.
Ja, Tracklist gibt es auch nochmal zum Abschluss. Dann schauen wir uns die CD an. Die kommt hier in Grün, Weiß und Schwarz. Sieht so aus. Auch hier wieder das Logo drauf. Und dahinter auch nochmal vor dieser Fahnenoptik. So, das war's zum Album. Dann haben wir mit dabei eine DVD. Die kommt hier in einer Papphülle. Letzte Instanz Live at Mera Luna 2016. Also, da ist echt einiges los. Das sieht nach einer ziemlich fetten Sache aus hier. Jede Menge Leute. Dann ein FSK 0 Hinweis. Was mich besonders freut, man hat das hier mit einem Sticker gelöst. Bedeutet, den können wir hier ohne Probleme abziehen. Und dann ist das Cover hier nicht beeinträchtigt. Also auf jeden Fall besser gelöst, als wenn man das hier aufgedruckt hätte. So, es gelingt sogar. Ja, wunderbar. So sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir einmal die Tracklist. Also diese 8 Tracks wurden hier live gespielt. Dann hier auch wieder die Credits, die Infos zu dieser Live-DVD, zu diesem Stück, zu diesen 8 Tracks, die hier gespielt wurden. Und so sieht das dann aus. Das ist die DVD. Kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. So, weiter geht's. Wir haben Autogrammkarten. Die kommen hier in einem sehr schönen Format. Und zwar haben wir hier die entsprechend abgerundet und ziemlich groß. Also die sind hier in so einer stabilen, ja, in so einem gestärkten Papier. 6 Stück. Und die sind hier an den Ecken jeweils so abgerundet und echt ziemlich groß. Also deutlich größer als so reguläre Autogrammkarten. Und wir haben hier wirklich pro Bandmitglied eine einzelne Autogrammkarte. Bedeutet insgesamt 6 Stück. Jedes einzelne Bandmitglied hat hier original mit schwarzem Stift unterschrieben. Und auf der Rückseite sehen die so aus. Also wir haben dann hier, ich muss das mal kurz auflegen, damit man es besser sehen kann, Morgenlandfahnen in allen verschiedenen Varianten. Also wir haben hier wirklich 6 verschiedene Fahnen gestaltet, allesamt hier mit diesem grün-weißen Muster und in dieser unendlichen Herzoptik. Ja, unendlich Liebe, so oder so ähnlich wird das wahrscheinlich dann definiert sein. Das ist wahrscheinlich auch so das Credo, der Leitsatz dieses Planeten, dieses Morgenlandes. Unendlich Liebe. Dann haben wir ein Zertifikat mit dabei. Das gibt es ja sehr oft bei AFM Records, dass hier ein Zertifikat beigelegt wird. Bedeutet, wir lesen hier, this edition is limited to 1000 units worldwide. Also 1000 Stück weltweit limitiert. Und dann haben wir hier noch die Infos, was sich alles in dieser Box befindet. Und natürlich, dass AFM Records uns das hier garantiert mit diesem Zertifikat. Ja, finde ich eine schöne Sache. Auf der Rückseite nochmal die Band hier in dieser Astronautenoptik. Wunderbar. So, als nächstes haben wir noch einen Patch, kreisförmig, auch hier wieder entsprechend beschriftet mit Albumtitel und Bandname. Und dann haben wir hier noch den Astronauten in der Mitte. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch das Logbuch. So, was lesen wir hier? Die Vergangenheit hilft, das Morgen zu gestalten. Schreib hier deine Erfahrungen, Gedanken und Wünsche, deine Sorgen und Überzeugungen, deine Ideen für die Zukunft auf, deine Geschichte, dein Leben. Wir wünschen euch viel Spaß in eurem eigenen Morgenland. Lasst es uns zusammen gestalten. Das finde ich auch spannend, dass man so im ersten Absatz so alles auf deine und dann sagt man, wir wünschen euch. Okay. So, hier nochmal das Foto und das Logbuch kommt hier tatsächlich in einem Pappschuber, also das sieht man auch selten. Bei CDs ja, aber bei solchen Büchern doch recht selten, so ein Pappschuber. So, und so sieht dann das Logbuch aus. Kommt hier in so einer schwarzen Lederoptik, hier dann bedruckt, letzte Instanz Morgenland. Das scheint hier auch so etwas, wenn man es ins Licht hält, aber es ist auch tatsächlich hier fühlbar. Also man kann es hier wirklich spüren, das ist hier gedruckt. Auf der Seite glatt. Auf der Rückseite ebenso glatt. Und dann schauen wir mal rein. So, hier lesen wir auch wieder was. Gebt uns 1000 Stimmen. Lauthals sollen sie erklingen. Sie sollen zu hören sein bis ins tiefste Tal hinein. 1000 Stimmen. Lauthals sollen sie erklingen. Sie sollen zu hören sein bis in jedes Haus hinein. Letzte Instanz Morgenland Logbuch. Hier geht's dann los.
Und dann hat man hier tatsächlich wie so ein Tagebuch. Also die Seiten sind alle komplett blank. Bedeutet, man kann da selber seine Ideen, seine Erfahrungen, was auch immer reinschreiben. Und das endet dann hier mit diesem Astronauten, der hier wieder die Fahne in das Morgenland steckt. Ich glaube 100 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere. Moment, es stand glaube ich hier, nein 120 sogar, hier lesen wir es. 120 Seiten. Okay, also da ist auf jeden Fall eine Menge Platz, um diverse Gedanken, Erfahrungen festzuhalten. Ah ja, und was ich noch gerade erst bemerke, hätte ich glatt übersehen. Wir haben hier dann auch noch so ein grünes Lesezeichen dabei, also so ein Stoffband, mit dem man dann entsprechend hier die Seite markieren kann, in der man gerade ist. So zum Beispiel. Und dann kann man hier immer wunderbar direkt die Seite aufblättern. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Logbuch, 120 Seiten. Das kommt hier in diesem Pappschuber. Dann haben wir den Patch, kreisförmig. Das Zertifikat im Querformat, das uns eben garantiert, dass wir hier eine originale Box haben und die auf 1000 Stück limitiert ist. Dann Autogrammkarten, 6 Stück an der Zahl. Die DVD, Live at Mira Luna 2016. Und natürlich das Album an sich, Morgenland, mit insgesamt 14 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Morgenland von Letzte Instanz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Letzte Instanz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.